back from the dead. Dienstag, der 23. Oktober 2018. Willkommen zur neuen Episode des Fortnite Daily Shops. Und ja, wir haben so einiges drin. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt an. Ihr seht schon, Power Cord ist wieder drin für 2000 V-Bucks. Die war ja mal recht selten, war zuletzt vor 43 Tagen drin. Jetzt ist es auf gar keinen Fall mehr selten. Beim letzten Mal ja, die Seltenheit sozusagen genommen worden von Epic und jetzt noch mehr. 2000 V-Bucks für die gute Dame hier. Die Anarchy Axe passend dazu. Macht so Gitarrengeräusche, wenn man damit schwingt und damit zuschlägt. Für 800 V-Bucks. Natürlich auch vor 43 Tagen das letzte Mal drin. Genau wie der Gleiter hier, der macht auch so Geräusche. Ja, der macht so Gitarrenseitengeräusche. 800 V-Bucks ebenfalls dafür. Also ist auf jeden Fall ein nice Set. Ich habe es mir damals geholt. Ich feiere das immer noch. Volume 11 Set heißt das Ganze. Und ja, wer hier zuschlagen will, noch nicht zugeschlagen hat und die feiert, sollte das jetzt machen. Vor 43 Tagen das letzte Mal. Kommen wir zum nächsten Set. Der Dörrburger, beziehungsweise Dörrburger Set ist wieder da. Und zwar mit dem Beef Boss für 1500. Der ist nicht ganz so teuer, also nicht 2000. Sieht aber meiner Meinung nach auch nicht so geil aus. Muss aber jeder selber wissen. Ich feiere die Typen mit den Anzügen nicht. Wo guckt der eigentlich durch hier? Hat er irgendwo hier Augenlöcher, um durchzugucken? Nee, ne? Der läuft einfach blind durch die Gegend. 1500 für den hier. Der war zuletzt vor 40 Tagen dann genauso natürlich wie der ganze Rest hier von dem Set. Und das sieht irgendwie nice aus, muss ich sagen. Also auch wenn ich das Set nicht so feiere, haben die sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Flying Saucer hat natürlich ultra viele Details drin, ne? Natürlich extrem passend dazu ist. 1200 V-Bucks für den Gleiter. Und Paddy Wacker, das ist sozusagen sein Harvesting-Tool für 500. Man hört noch so ein leichtes Brutzeln, so, wenn man zugeschlagen hat. Finde ich nice, coole Details. 500 V-Bucks dafür. Also wer drauf steht, sollte zuschlagen. Wie gesagt, zuletzt vor 40 Tagen drin. Bei den Dailies sieht es so aus, dass Burnout wieder drin ist. Ja, Burnout war ja mal zu kaufen durch richtiges Geld in einem Paket. Und dann wieder durch V-Bucks drin vor 46 Tagen. Und jetzt ist er schon wieder drin. 1500 V-Bucks für den guten Herrn hier. Weiß nicht, ob das so der beste Deal ist. Damals hat man halt für die 5 Euro sein Geld wiederbekommen, jetzt nicht. Auf jeden Fall ein cooler Skin. Cliffhanger ist drin für 800. Ja, wer sich so auf, ich sag mal, die Winterzeit vorbereiten will und irgendwie was Wintermäßiges haben will, da passt das natürlich. 800 V-Bucks dafür, war zuletzt vor 31 Tagen drin. Dann haben wir Jungle Scout wieder drin, zuletzt vor 34 Tagen. Ich weiß nicht, ob das noch so zu den No-Skin-Abteilungen zählt. Könnt ihr mir mal beantworten, die Leute, die die No-Skin sammeln. Mit gefärbten Oberteilen und so. Das ist schon ein bisschen abstrakter, muss ich sagen. Passt nicht ganz so krass dazu, zu dem Set. Aber ja, 800 V-Bucks. Jungle Scout ist wieder drin. Vor 34 Tagen das letzte Mal drin. Dann haben wir Asteri Flight drin. Gehört zum Jailbird-Set, was ich mir damals gegönnt habe. Feier ich irgendwie. Ich mag ja so diese Gleiter und so, die ein bisschen anders sind. Und das ist natürlich ein bisschen anders. Mit einem Gemälde. 800 V-Bucks. Dafür war zuletzt vor 22 Tagen drin. Also auch keine Seltenheit natürlich hier in dem Gleiter. Dance Therapy ist wieder drin. Und war zuletzt vor 19 Tagen drin. 800 V-Bucks. Ja, den feiere ich schon, den Tanz, muss ich sagen. Aber kommen wir mal zum seltensten Item von heute. Und zwar vor 98 Tagen das letzte Mal drin. Also knapp 100 Tage her. Take 14. Hat schon was. Vor allem nur 200 V-Bucks. Und das geht auf jeden Fall klar, muss ich sagen. Also wer seltene Items bzw. Emotes sammelt, ist ja genau richtig. Ja, schreibt mal rein, was euer Highlight ist. Ich muss sagen, ja, Power Cord ist heute mein Highlight. Also die Rockerin mit den pinken Haaren. Könnt ihr mal reinschauen, was euer Highlight ist. Und dem ganzen Shop gebe ich heute leider nur eine 4 von 10. Ich feiere den Shop nicht, muss ich sagen. Wirklich nicht. Wir dürfen aber heute einige Leaks erwarten und neue Sachen. Wer dabei sein will heute, einige Videos werden heute kommen, direkt nach dem Update. Und dann am Mittag werden wir auf jeden Fall livestreamen und gehen rein und schauen uns das ganze Event an. Also wer dabei sein will, schaltet auf jeden Fall ein. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fand, lasst ein Like da, lasst ein Sub, da würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.